Um kurz nach 11 Uhr heute Morgen ist es soweit. Mit viel Spaß und mehreren beherzten Schnitten wird die neue Sonderausstellung Octopus Höhle eröffnet. Hier gibt es ab sofort faszinierende Tintenfische zu beobachten. Patin der Neuankömmlinge ist Lina Larissa Strahl, bekannt als Bibi Blocksberg aus den Kinoabenteuern von Bibi und Tina. Sie darf heute einen Octopus in sein neues Zuhause setzen und ihm einen Namen geben. Der Name ist ganz einfach, der hat eine ganz einfache Geschichte. Er kommt aus Findet Dory, denn da heißt er eigentlich Octopus, aber jetzt Octopus, weil er noch 7 Arme hat. Er heißt auch Hank und ich dachte mir, bevor irgendein ganz komischer Name zustande kommt, der hier niemandem gefällt, nenne ich ihn auch einfach Hank. Da haben auch meine Freunde gesagt, ja, das ist ein cooler Name. Das 8-armige Patenkind erkundet lässig sein neues Zuhause. Die kleinen Besucher kommen aus dem Staunen kaum heraus und die frisch gebackene Patentante nutzt die Gelegenheit und macht ein Erinnerungsfoto fürs Familienalbum. Der Tintenfisch hat blaues Blut, 3 Herzen und gilt als sehr intelligent. Kraken sind einfach faszinierende Tiere. Sie existieren schon seit circa 500 Milliarden Jahre, also wesentlich älter als der Mensch. Und seit Menschengedenken im Prinzip sind sie ein spannendes, reizvolles Thema, sie sind noch nicht ganz erforscht. Es tauchen immer neue Arten irgendwo auf und das ist einfach spannend. Wer einen Oktopus mal wirklich aus der Nähe sehen möchte, sollte die Chance unbedingt nutzen. Die Sonderausstellung in Timmendorfer Strand ist ab heute für Besucher geöffnet. Sie läuft bis mindestens Februar 2018.